Hey. Nein. Egal. Geht's hier auch rein? Nein. Oh, das dreht sich da. Habe ich fast nicht drauf geachtet. War das dumm. Ja, ja, das war dumm. Irgendwie träume ich gerade diese komischen Riesenbeine. Warum bin ich so schlecht? Da war noch ein Power-Up. Yep. Blob. Wir können auch mal normal weitergehen, dann kommen wir da auch hin. Warum machen wir das einfach nicht so? Weil wir da oben eh nicht hin müssen. Du ekliger Drecksack. Natürlich geht er jetzt hoch. Komm, leck mich doch. War da ein Power-Up? Nein, natürlich war da kein Power-Up. Timing ist alles. Jawohl. Und damit könnten wir jetzt, wenn wir hier... Ist voll die, hört ihr das im Hintergrund immer so, so ein Affe oder so? Uff. Na toll. Oh, oh. Hör auf, da rüber zu gehen. Jetzt geht er auf die andere Seite. Dankeschön. Natürlich super hier geregelt. Naja, komm, ganz ehrlich, die Sternmünze hole ich mir später. Warum ist der so schnell? Warum ist der denn auf einmal so schnell? Was mache ich hier eigentlich gerade? Moment, wir machen das anders. Damit wir hier nicht die ganze Zeit rumtrollen. Nehme ich eine Feuerblume. So. Damit es nicht ganz so peinlich wird. Ach nö, ey. Ist schon 10-mal jetzt hier drin gewesen. So. Ups, das war glaube ich dumm. Es verrecke! Warum stirbst du nicht? Hüpf, hüpf! Ich komme nicht so hoch, ich muss warten, bis er ganz rüber ist. Das sind auch nervige Teile. Oh. Irgendwie will der nicht. Der will nicht sterben. Oh, vergesst zu springen. So langsam aber sicher verliere ich meine Geduld bei diesem Ding hier. So, jetzt geht er hoch. Jetzt geht nach links. Dann gehst du wieder rüber. Dann laufe ich so. Und dann warte ich einfach. Und schießt sich dann ab. Sehr toll. Jetzt muss ich natürlich noch den Cooper wieder haben. Kriege ich noch einen Cooper da? Kommt, respawnt der? Respawnt der andere auch? Nein. Cooper. Ich brauche einen Cooper. Ich brauche einen Panzer. Das ist ein Leben. Das will ich nicht haben. Den will ich haben. Aber der schwebt da so komisch in der Luft. Ich glaube, er respawnt auch nicht, oder? Kommt auch nicht so hoch, ne? Egal. So. Die Stelle kennen wir noch. Wie weit geht der rüber? Jo. Ja, es dreht er um, genau. Hüpf. Jo, voll Übertreiber. Natürlich trifft er genau mich. Bin zu blöd für diese... Ich gehe lieber weg hier. Ich bin zu blöd für diese Teile. Ich bin definitiv zu blöd für diese Scheißteile. Ich bitte, komm nicht noch welche davon. Natürlich kommt... Oh, was ist das denn für ein Riesending? Ich gehe weg. Tschüss. Ist das so ein Riesengedöns? Nee, lieber nicht.
Egal, gar keine Sternmünze. Wir haben aber, glaube ich, habe alle gesehen. Oder ne, einer habe ich nicht gesehen. Ich bin glücklich, dass ich hier durch bin, wenn ich ehrlich bin. Das war ein scheiß Level. Wir kommen da irgendwie immer noch nicht lang. Oder doch? Ah, okay. Ich weiß noch nicht, was dieser Riesenwurm da hinten zu bedeuten hat. Aber wir machen erstmal hier Stage 2 von Welt 5. Und schauen mal, was uns hier so Tolles, Wunderbares. Oh, hier sind diese Würmer. Diese Würmer, sag ich schon. Diese. Doch, das sind Würmer. Kann man die töten? Plopp. Oh, jetzt werden die böse. Was machen sie jetzt? Plopp. Darf ich dann nochmal auf die drauf springen? Ich habe irgendwie. Rutsch. Rutsch. Komm mal hier hin. Plopp. Aber es bringt einfach nichts. Oh. Brauchen wir den für irgendwas hier? Da, vielleicht für die Sternmünze? Moment, ich probier's mal. Okay. Hat sich das Rätsel soeben gelöst. Eine Sternmünze ist schon mal in unserer Tasche. Ist hier oben noch was? Nein. Ab in die Röhre, die ziemlich lang ist. Und da haben wir die zweite Sternmünze. Oh, ein Riesenwurm, der in dieser ekligen Suppe schwimmt. Und eine Feuerblume und noch mehr Riesenwürmer. Und ich glaube... Warum kommt die von da oben? Okay. Nein! Ja, man weiß auch wenigstens, wie man da rankommt. Hatten wir den Mittelpunkt schon? Nein, hatten wir nicht. Diese Würmer, auch das ist eine eklige Welt. Ich mag die nicht. Schnell zu nesten. Da war die Eiswelt ja noch besser. Ups. Wurm. Geh weg, du Wurm. Geh weg, ich muss da hoch. Du ekliger Wurm mit deiner Blume auf dem Kopf. So, jetzt kommen die Riesenwürmer. Dran denken, Lars. Riesenwürmer. Die kommen von oben. Sie kommen von oben. Da ist er doch, der von oben kommt. Töte dich. Oder auch nicht. So war es doch gut. Sehr knapp. Sehr knapp. Aber nochmal. Ach nö. Wo geht der denn? Nach oben? Nein. Wie fies ist das denn? Dann kommen diese ekligen Fledermäuse noch. Die sehen aber cool aus. Blop, 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 blop. Blop. Wurmilein oder. Ne, ich komme da so rüber, ne? Ups. Muss ich da hoch? Wow, wie hoch man auf die drauf springen kann. Also wenn die gefüllt mit. Warum jetzt nicht so hoch? Komm, Wurm. Noch ein Wurm. Ich will noch einen. Power up, sehr toll. Wunderbar, da oben ist bestimmt die letzte Sternmünze. Kommt jetzt nicht noch so ein Wurm? Da ist einer. Ich habe irgendwie Angst, hier reinzugehen in dieses Loch, aber da kommt irgendwie jetzt kein Wurm mehr. Doch, da ist einer. Okay. Hahaha. Jawohl, was ist hier oben? Ein. Okay, einfach ein Geheimraum und hier ist auch die letzte Sternmünze, okay. Und ab nach unten. Letzte Sternmünze aufgesammelt. Das ist doch toll, dass wir hier alle haben. Da muss ich wegen dieses eklige Level nicht mehr rein. Plopp, auf den Wurm. Komm her, Flederbaus. Plopp, und da muss ich bestimmt auch auf den Wurm drauf jumpen. Weil das löst doch bestimmt irgendwas aus. Oh, komm her. Komm her, Fumi. Ja, komm. Komm zu Papa, ich bin ein Apfel. Komm zu mir. Und kommt da jetzt keiner mehr? Oh, da kommt jemand. Hüpf. Na, klasse. Hat sich ja voll gelohnt, auf diesen Wurm zu jumpen. Nein. Oh, was ist da? Nein, ich will es gar nicht austesten. Ich habe alle Sternmünzen. Weiter geht's. Hüpf. Und hier hoch. Wo kommen die denn her? Kommen die von der Röhre raus? Oder ich habe keine Ahnung. Hier rechts, links was? Nein. Komm schon, give me Ende von der Level. Yay! Und da bin ich nicht ganz hoch rausgekommen.
Drei Sternmünzen, wunderbar, abgeschlossen. So läuft es doch akzeptabel. Uiuiuiuiui. So, der Wurm ist da immer noch am Start. Und hier ist der Mittelpunkt von Welt 5. Und zwar dieser Kollege wieder. Rein da und gucken. Ein Schloss, ein bewegliches Schloss Uppsala. Blablabla. Und eine Eisblume. Die gefällt mir. Eisblumen sind gut. Ich habe Angst. Okay, ich bleib, kann hier stehen bleiben. Ah, okay. Okay, ich hab's gesehen. Obwohl, ich kann einfach hier lang gehen. Obwohl, kann ich nicht. Da sind die Überstacheln an der Wand. So ist Gott. Hier gucken. Dann können wir eigentlich hier wieder hoch. Können wir da auch? Oder wir warten lieber noch einmal ab. Wir können auch da rechts lang. Cooper, du bist da ein bisschen im Weg. Da war eine Sternmünze. Ah, Sternmünze. Die Sternmünze werden wir uns mal besorgen, indem wir einen gezielten, nicht tödlichen Sprung machen. Wie komme ich denn da jetzt hoch? War da links noch eine Fläche? Muss ja sein. Das wird ja nicht hochkommen. Ja, da links ist was. Dann hier hoch, dann hier. Dann hier und dann darüber und dann da hoch, genau. Und da ist der Mittelpunkt und ein Sprungbrett, was ich mal mitnehmen werde. Ja, ich brauche das. Damit springen wir einfach mal hier hoch. Wir können dann hier hoch, okay. Oder wir müssen die Seite wechseln. Okay, da habe ich nicht mitgedacht, ich muss die Seite wechseln. Ist auch, wird auch ein bisschen knapp jetzt. Seitenwechsel. Hüpf, Seitenwechsel, aber ziemlich cool gemacht, finde ich. Nehmen wir das Sprungbrett. Oh. Sag mal, wie weit gehst du denn nach links und nach rechts? Das gibt's ja gar nicht. Durch den ganzen Screen. Oh, das war knapp. Das wird auch sehr knapp. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay, das Ganze nochmal. Jetzt wissen wir ungefähr, wo es lang geht. Und zwar links ging es lang. Erst links, dann rechts rüber und dann rechts hoch. Irgendwie ist es immer rechts hoch. Egal. Dann hier rüber, genau. Etwas Konzentration zeigen, Lars. Du kannst das. Das ist ein super, super Jump Run hier. Jump and Run. So, hier hoch. Genau. Nein. Habe ich hier Save Point? Ja, habe ich, oder? Ah, das ist die letzte Sternmünze. Hätte ich nicht gefällt, hätte ich die Sternmünze nicht bekommen. Obwohl, ich hätte es ja später noch gesehen. Und man kann ja hier wieder rein. Dann ist es in Ordnung. Ist ein bisschen nervig, aber einfach in die Sternmünzen zu kommen. Einfach nicht in die Stacheln laufen. Oh. Jetzt habe ich mein Power-Up verloren, aber wie wir wissen und gelernt haben, vor jeder Tür zu einem Zwischenboss oder wie auch immer, gibt es normalerweise irgendwo ein Power-Up und hier ist es. Wie jeder weiß, weiß es jeder. Das ist ziemlich cool. Man muss es halt nur immer finden. Manchmal ist es ein Geheimraum oder so drin, vielleicht hätte es auch da rechts sein können, wo die Sternmünze war. Egal. So, was hat der Kollege jetzt? Bewegliche Plattform, okay. Wir sind gleich schon auf der Plattform drauf. Was schießt er? Er schießt grünen Gedöns. Und springt natürlich in die Luft. Das ist eklig. Okay, das war dumm. Das war sehr dumm von uns. Das war dumm. Wir müssen ihn noch zweimal... Oh, war das ein dummer Sprung von mir. Tut mir leid. Ja, jetzt freu dich. Wir haben jetzt nur eine... Jetzt müssen wir noch zwei Sternmützen wieder sammeln. Wir hatten doch gerade alle. Warum? Warum müssen wir das nur machen? So, war hier ein Power-Up? Natürlich war hier ein Power-Up. Okay, es ging so auf und rechts lang, genau. Oh! Das ist immer eine knappe Kiste an der Stelle. Jetzt ging es aber andere Seite lang. Genau, rechts. Jetzt rechts.
Hüpf! Nein, erst links. Gerade war es doch rechts. Mann, Lars, du musst links und rechts nicht verwechseln.